Wenn wir von der Finanzkrise reden, dann müssen wir sehen, dass da dahinter menschliche Schicksale stehen. Familienvermögen, also ganze menschliche Vermögen. Abgesehen vom Vermögen, Eleonore, steht natürlich auch da der Mensch im Vordergrund. Exakt, ganz genau. Im Zentrum steht der vermögende Mensch. Man sieht nur immer die Banken, das ist tragisch, gewiss. Aber da bei uns am Zürichberg sind während der Finanzkrise so viele unschuldige Vermögen draufgegangen. Ich will fast sagen, dass der nicht so viel besitzt, der einfach ein kleines Sparbüchlein hat, nicht wahr? Der minder bemittelte, sparende Bürger. Wissen Sie den mit dem 5-Liber-Kässeli? Dass der jetzt auf der Sonnenseite steht. Nicht wie der investierte Bürger und muss zuschauen, wie seine Aktienwerte vernichtet werden. Ein Börsenholocaust? Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Doch, Herr Mann, genau das ist es. Das habe ich auch hier gesagt bei dem Tsunami, wo ja vor allem arme Leute vernichtet worden sind. Darum dürfen wir auch heutzutage mal ganz deutlich sagen, dass die vermögende Schichten heute ganz brutal ohne... Tu dich nicht aufregen, Eleonore. Nicht sie hat eben mit eigenen Augen müssen sehen, wie die Frau Bockenstoss von nebendran heimlich im Migros den Brie-Garantie-Blunder gekauft hat. Ein Budget heisst das giftige Zeug. Genau. Und das als Frau von einem Fondsmanager. Das hat natürlich die Eleonore als soziale und gerechtigkeitsliebende Frau empört. Und heute Morgen hat Frau Backenstoss den gleichen Wintermantel getragen wie letztes Jahr. Darum setzen wir ein Zeichen von der Solidarität und starten die Selbsthilfeaktion Vermögende, also Vermög-Ende. Das war Hermann seine Idee. Und im Rahmen dieser Aktion verteilen wir jetzt den betroffenen Essensgutschein von der Globus Delicatessa. Und am Heiligabend laden wir ein Finanzkrisenopfer zu uns heim. Ja. Ich kann schon den Peter Wuffli reservieren lassen.